herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute schauen wir uns mal eine ganz selten befahrene Linie an. Denn fahrplanmäßig gibt es nur circa 5 Züge am Tag, die Richtung, die von Finsterwalde aus dann in Richtung Berlin fahren, beziehungsweise aus Richtung Berlin dort ankommen. Und diese Züge befahren auch eine Bahnstrecke, die sonst von keiner anderen Linie befahren wird, nur einen kurzen Abschnitt. Den sehen wir dann gleich, ihr habt es auch schon auf der Streckenkarte gesehen. Wir starten hier in der Stadtmitte von Finsterwalde, ein schöner Ort. War sehr positiv überrascht, auch mit einer schönen Altstadt, aber sehr modern. Zum Beispiel gibt es überall Leitstreifen in der Stadt. Also da ist Finsterwalde wirklich anderen Städten weit voraus. Das hat mich sehr positiv überrascht. Also wirklich sehr viele Gehwege da schon sehr modern. Manche noch nicht, so wie hier. Aber dann seht ihr, hier vorne wird es dann schon wieder modern. Also die Stadt da wirklich ein Vorbild. Der Bahnhof wird auch gerade renoviert. Das Bahnhofsgebäude aktuell vom Bauzaun eingeschlossen. Aber hier hat man zum Beispiel dieses schöne Schild aus Kortenstahl. Also wirklich sehr modern, sehr schick gestaltet, hat mich sehr positiv überrascht. Und hier sehen wir auch einen ganz besonderen D-Zero, das war nämlich früher der Testzug von Siemens für ETCS, also das European Train Control System. Wir fahren heute mit einem Stadler KISS von der ODEC, die jetzt den RE8 hier betreibt, in Richtung Berlin, mit dem einzigen Zug des Tages, der hier wirklich richtig bei Tageslicht verkehrt und für mich auch irgendwie erreichbar war. Denn laut Fahrplan fahren die Züge ab Finsterwalde um 5.35 Uhr, 7.27 Uhr, 15.27 Uhr, 17.27 Uhr und 19.27 Uhr. Das heißt, der einzige, der so ein bisschen bei Tageslicht verkehrt, ist der um 15.27 Uhr. Mit dem sind wir jetzt unterwegs. Wir sehen hier erstmal die zweite Klasse, die leicht modernisiert wurde, mit etwas weicheren Sitzen, Steckdosen und Tischen. Auch in der zweiten Klasse relativ gut ausgestattet. Und jetzt schauen wir in die erste Klasse und das ist meiner Meinung nach die beste und komfortabelste erste Klasse, die wir in Deutschland so haben. Also das ist eigentlich sogar über Fernverkehrsniveau wesentlich besser ausgestattet, zum Beispiel als ein IC2. Mit sehr bequemen Ledersitzen, kommen so aber mit Stoff bezogen auch im RE7, also in dem, im modernisierten Talen vor, wirken mit dem Leder aber nochmal deutlich hochwertiger. Wir haben riesengroße Tische, also ich habe noch nie so einen großen Tisch im Zug gesehen. Dann haben wir hier Steckdosen, USB-Steckdosen und richtige Steckdosen. Wir haben mit dickem Leder gepolsterte Armlehnen, die Sitze sind auch noch verstellbar. Man hat unglaublich viel Platz, also das ist wirklich Wahnsinn, wie gut dieser Zug hier ausgestattet ist. Da können meiner Meinung nach kaum irgendwelche anderen Züge in Deutschland mithalten. Insbesondere wenn man sich anschaut, wie die Züge vor der Modernisierung aussahen, da war das nämlich genau das Gegenteil. Wir haben jetzt hier den Abschnitt erreicht, der nur von diesen insgesamt 5 Zügen pro Richtung am Tag befahren wird, nämlich eine Verbindungskurve von Finsterwalde aus in Richtung Bahnstrecke nach Berlin. Wir umfahren damit den Turmbahnhof von Doberlug-Kirchhain. An dem können wir jetzt also nicht anhalten. Auch im weiteren Verlauf werden wir ein paar Stationen des regulären RE8, der von Elsterwerda kommt, nicht bedienen. Wir halten nicht in Waldrehna, Ransdorf und Klaasdorf-Glashütte. Da fahren wir also nonstop ohne Halt durch. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen warten. Hier war noch einiges an Zugverkehr im Weg. Bis wir dann auf die Strecke fahren konnten, mussten wir zum Beispiel einen Eurocity aus Prag noch durchlassen. Da standen wir durchaus 10 Minuten, bis wir auf die Strecke fahren durften. Und ich hatte schon mit einer größeren Verspätung gerechnet. Aber tatsächlich haben wir diese lange Wartezeit dann bis zum nächsten Halt schon wieder rausgeholt. Vielleicht ist hier auch eine gewisse Wartezeit mit eingeplant im Fahrplan. Wir fahren jetzt hier erstmal fast 20 Minuten ohne Halt. Also das fühlt sich dann wirklich schon wie Fernverkehr an mit dieser tollen Ausstattung hier und dazu noch so lange Fahrzeit ohne Haltestellen. Da kam ich mir wirklich schon vor wie im Fernverkehr. Dadurch, dass dieser Zug eben nur so selten fährt und der um 15.27 Uhr der einzige war, mit dem ich jetzt hier wirklich fahren konnte an diesem Tag, wird es nun leider auch schon wieder dunkel. War jetzt hier im Dezember unterwegs, das heißt so ab 16 Uhr wurde es dann langsam dunkel. Deswegen haben wir jetzt hier schon nicht mehr die optimalen Lichtverhältnisse.
Deswegen werde ich euch dann den weiteren Teil des RE8s auch in einem zweiten gesonderten Video noch zeigen. Da werden wir dann von Rangsdorf aus nach Berlin Hauptbahnhof fahren. Deswegen werde ich den Abschnitt hier jetzt nicht mehr so viel zeigen, auch einfach weil es dann inzwischen schon zu dunkel war. Hier können wir erstmal nochmal den Gegenzug sehen, nochmal schauen, wie der Stadler Kiss von außen aussieht. Ja, früher waren diese Züge ja zwischen Cottbus und Wismar unterwegs. Die Linie aktuell ja nicht mehr bestehend, in zwei Teile gebrochen. Der Abschnitt nach Cottbus auch nicht mehr von der ODEC bedient. Wäre jetzt natürlich mit den modernisierten Kiss ein Traum, wenn man tatsächlich diese Gesamtstrecke fahren muss, dann so eine komfortable Ausstattung zu haben. Da kommen jetzt Dostos zum Einsatz im ersten Abschnitt, die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die haben ja auch die gleichen Sitze wie der IC2, also für den Nahverkehr auch ziemlich gut ausgestattet, können aber natürlich nicht hier mit diesem Stadler Kiss mithalten, der eigentlich in seiner Ausstattung eher dem Fernverkehr entspricht. Ja, und ihr seht schon, jetzt war es schon ziemlich dunkel, deswegen werde ich jetzt ab hier, ab Wünsdorf-Waldstadt, den Rest der Strecke erst einmal überspringen. Hier sehen wir schon in Dosto, das ist der FEX, der Flughafen Express, fährt jetzt hier zum BER und dann erstmal als Regionalbahn und von dort aus weiter als FEX zum Hauptbahnhof. Und wir springen jetzt hier einfach schon mal nach Berlin Südkreuz und dann weiter zum Hauptbahnhof, den wir jetzt hier gleich erreichen werden. Davor erstmal der Bahnhof Potsdamer Platz als vorletzte Station unseres Zuges. Und dann erreichen wir danach eben Berliner Hauptbahnhof, wo ich dann auch ausgestiegen bin und dieses Video dann endgültig endet. Wie gesagt, den letzten Abschnitt hier bis zum Hauptbahnhof ab Rangsdorf zeige ich euch dann nochmal in einem zusätzlichen Video, was auch demnächst dann online gehen wird. Das war es für dieses Video. Ich hoffe, es war interessant für euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt. Wie immer würde ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.